Der FC Augsburg kann zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg nicht mehr gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum kam gegen den auswärts schwachen Aufsteiger nicht über ein mageres 2:2, 1:0 hinaus. Zuletzt waren die Augsburger vor über 44 Jahren in einem Heimspiel gegen den Club erfolgreich gewesen. Lukas Mühl, 88. rettete dem FCN per Kopf einen Zähler. Für Augsburg war es nach den Erfolgen in Hannover 2:1 und im Pokal gegen Mainz 3:2 NV ein Dämpfer. Nürnberg bleibt auswärts zwar weiter sieglos, der zweite Auswärtspunkt war aber im Abstiegskampf nach den zwei herben Auswärtsschlappen in Dortmund 0:7 und in Leipzig 6:0, wichtig für die Moral. Torjäger Alfred Finnbogason brachte die Augsburger in der 11. Minute in Führung. Für den Isländer war es in seinem 5. Spiel nach Verletzungspause bereits der 6. Treffer. Mühl sorgt für späten Ausgleich in der 54. Minute, glich Alexander Fuchs aus. Jonathan Schmidt erzielte mit einem sehenswerten Freistoß vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften WWK Arena das 2:1, 59. Dann traf Mühl. Der Club gab es nach dem Pokalsieg bei Drittligist Rostock 4:2 5 Änderungen, Torjäger Michael Eischek fehlte nach wie vor. Baum stellte sein Team auf 4 Positionen um. Michael Gregoritsch musste wegen eines steifen Nackens kurzfristig passen. Der FCA benötigte ein paar Minuten, um ins Spiel zu kommen, dann aber ging es zu schnell für den FCN über die rechte Seite. Finnbogason scheitert an der Latte, Schmidt passte präzise vors Tor, Finnbogason musste den Ball nur noch über die Linie schieben. Der FCA blieb danach am Drücker und hätte vor der Pause höher führen müssen. Köln erwähnte sein Team vor dem Spiel zwar auf Augenhöhe mit dem FCA, doch davon war in der ersten Hälfte nicht zu sehen. Nach dem Wechsel begann der Club mutiger. FCA-Keeper Andreas Lute parierte einen Kopfball von Hanno Behrens jedoch glänzend, 49. Kurz darauf hätte Finnbogason für die Entscheidung sorgen können, sein Kopfball prallte aber an die Latte. Im Gegenzug glich der Club aus, doch die Freude währte nicht lange. Stimmen und Reaktionen zu FC Augsburg. 1. FC Nürnberg, Manuel Baum, Trainer FC Augsburg: Wir haben unser Ziel mit 3 Siegen in dieser Woche nicht erreicht. Deshalb sind wir nicht zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, haben es aber versäumt, ein zweites Tor zu erzielen. In der zweiten Halbzeit hat Nürnberg höher angegriffen. Zum Schluss haben wir leicht gebettelt um den Ausgleich. Wir haben keine Entlastung mehr hinbekommen. Wir ärgern uns ein bisschen über das Ergebnis. Michael Köllner, Trainer 1. FC Nürnberg: Das war ein Derby, wie man sich das vorstellt. Die erste Halbzeit ging klar an Augsburg. Wir waren sehr passiv, Augsburg hat extrem gepresst. Was die Mannschaft dann aber in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, war eine Riesenmoral. Sie hat sich auch nach dem 1:2 nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es war eine harte, aber auch gute Woche für uns. Wir sind zufrieden.